Wunderbar. Kugel geht nach unten, ich gehe auch nach unten. Oh, jetzt haben wir auch schon komische Insekten. Na gut. Ball, mach deinen Dienst. Ekelhaft. So, was ist hier? Hier gibt's nichts mehr. Anscheinend. Na gut. Runter mit dem Ball und runter mit mir. Auf in die Tiefen. Nur ein toter Kollege ist ein guter Kollege. Oh, hier wird so schnell dunkel. Ob ich beim Ball bleiben will? Richtiges Disco-Fieber mit der Kugel. Hier war doch noch so ein Vieh, oder? Ja, dorthin. Okay. Und hier laufen wieder komische Viecher, Krabbelviecher über den Bildschirm. Also nicht über meinen Bildschirm, sondern in-game. Du stehst doch bestimmt auf. Nicht. Es ist auch sehr schön, wie sich die Farbe verändert, je nachdem, was man mit der Kugel macht. Blau zum Heranziehen und rot oder orange für den Angriff. Und irgendwann pendelt es sich selber wieder zu gelb ein. Gab es hier hinten noch irgendetwas? Da ging der Weg doch auch noch weiter. Vielleicht ein Geheimnis. Vielleicht auch einfach nichts. Hier kommen wir nicht lang. Hier sind wir runtergekommen. Nein, hier sind wir runtergekommen. Spinnen nerven etwas, wenn ich hier durch die Spinnennetze gehe. Aber naja. Voran mit dir, Ball. Wir sollen nach rechts. Aber rechts ist geschlossen. Das heißt, wir gehen geradeaus. Weil geradeaus ist offen. Halbwegs. Und dann müssen wir ohne Kugel durch. Ah. Okay. Nicht okay. Ja, zu Demonstrationszwecken. Jemine. Zu Demonstrationszwecken wurde gerade schön gezeigt, wie dass wir uns dem Vieh nicht zu nah nähern sollen. Wie mache ich das denn? Ich wollte gerade sagen, immer schön in Bewegung bleiben, aber das ist es anscheinend nicht nur. Ich sterbe gerade wieder. Der Counter geht in die Höhe. Ja, ist gut. Das darf nicht wahr sein, Mensch. Wie komme ich denn nach dort hinten? Weil die Kugel darf ich ja nicht mitnehmen. It is restricted area. So, wie schaffe ich das? Ich brauche eigentlich eine Idee, aber ich habe keine.
Lass das! Mensch! Das war jetzt ein Test, ob das Vieh mich auch angreift, wenn ich nah dran bin. Und das ist anscheinend der Fall. Okay, dann gebe ich dem jetzt einfach mal richtig eins auf die Arme, wenn er kommt. Okay, das bringt aber nichts. Was mache ich mit dir? Wie wär's, wenn du nochmal anfängst zu kreischen? Genau. Lass mich dahin, lass mich dahin! Mann! Verdammt! Ich war schon fast gewillt, auf die Tastatur zu hauen. Ah. Na gut. Nächster Versuch. Ich brauche eine Idee. Was ist, wenn ich mich hier echt nur an der Seite entlang glitsche? Wieso geht das nicht? Okay. Wow, wow. Ich nehme mal an, so soll man es machen. Weil eine andere Möglichkeit sehe ich nicht wirklich. Und jetzt stirb! Stirb! Ja, warum auch immer das Rohr genau dahin zeigt. Ach, aber danke. Sehr nützlich. Ah, wunderbar. Okay. Sind wir 3 oder 4 Mal an dem Vieh gestorben? 3 Mal, glaube ich. Nettes Vieh. Yay. Nom nom nom. Lecker, lecker. Und das war es mit Wurmi. Aber ich habe das Gefühl, dass Wurmi nicht einmalig ist. Aber ich will's hoffen. Der Ball kommt. Da rein. So. Gut, das war's schon. So. Das heißt, jetzt geht wieder alles zu Bruch. Es knattert und knirscht. Und wo kommen wir jetzt hin? Nach draußen. Und der Wind pfeift. Und wir gehen raus. Und wir werden nicht empfangen. Links und rechts. Wir können uns aussuchen. Sehr schön. Wow, dieses Licht. Ein Ballschalter. Ball kommt zu mir. Ball, stelle dich auf den Schalter. Okay. Ach so, das sind wohl sowas wie Spiegel. Ah. Das heißt, das Licht wird jetzt exakt zurückgeworfen. Damit, ach so, wir müssen die 3 Tempel aktivieren, damit wir dort hinten reinkommen. Dann müssen wir irgendwie wieder runter. Irgendwie. Dann versuchen wir nochmal unser Glück mit dem gleichen Weg. So. Oh. Ich krieg die Kugel dann nicht runter. Ich hoffe, wir werden hier jetzt schon rauskommen dürfen. Nicht erst ganz unten. Aber es sieht mir... Nein, doch, alles richtig. Sehr schön. Gut, dann hätten wir das erste auch geschafft. Und das fliegt ja wieder direkt gegen. Sehr schön. Wofür auch immer wir dieses große Gefährt benötigen. Fahren wir erstmal nach links. Map, 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 map. Eine recht große Ebene. Und das in einem Berg. Ich will nicht wissen, wie tief wir da mittlerweile sind. Oder sein sollen. Auf jeden Fall verdammt tief. Und warum sind hier solche Rohre? Wir sollten den richtigen Eingang nehmen. Und
Da kommt noch mehr Dampf raus und ich stecke fest. Dann fahren wir da hoch. Jawohl, das sieht schon besser aus. Einen recht großen Wendekreis hat das Teil, deshalb müssen wir mal kurz etwas umständlicher fahren. Kakteen lassen sich bestimmt nicht umfahren. Nee, lassen sich nicht umfahren, aber durchfahren. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Ich dachte, die würden etwas mehr Widerstand bieten. Okay, ich muss etwas weiter zurück zum Aussteigen. So. Und dann geht es auf in den zweiten Turm. In dem uns bestimmt auch wieder Wurmi antreffen wird. Na gut. Ach je. Ist das schon ein riesiger Komplex? Aber ich glaube, mittlerweile steuert das alles so ziemlich zum Ende hin. Von der Kampagne. Aber mich würde sehr interessieren, was dieses Volk jetzt wirklich ist. Ob das Aliens sind, ob das Menschen sind, weil sie sehen schon sehr humanoid aus. Also ich finde es irgendwo immer doof, wenn die meisten Aliens sowieso Menschenform haben. Das heißt, zwei Arme, zwei Beine, ein Kopf, zwei Augen, Nase mit zwei Nasenlöchern, zwei Ohren. Ja, im Grunde genommen genauso wie wir Menschen. Hui, spin it. Ja, komm, geh durch. Wow, habe ich doch richtig gehört. Na denn, hat ihm aber nichts gebracht. Pluspunkt für die Kugel. Gehst du da rein? Wird was aktiviert? Ab nach unten. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier gibt es keine Geheimnisse. Und wenn es doch welche gibt, dann finde ich diesmal gar keine. Was ist das? Sterbe ich, wenn ich da durchgehe? Ach so. Das ist ja jetzt auch mal... Ach so, das gilt für den ganzen Raum hier. Okay. Gut, das heißt, hier komme ich erstmal ohne Kugel weiter. Oh, oder doch nicht. Haha. Oh, das ganze Gebiet wird erweitert. Das ist... interessant. Okay. Ach so, das Gebiet A, das wird um die Kugel geschaffen. Verstehe. Ah, und deshalb dreht sich das auch so komisch. Yay. So. Gut, dann geht die Kugel dorthin. Ich schaffe es hoffentlich. Da drauf. Sehr schön. Dann kann ich die Kugel hochholen. Und es geht weiter. Und wir treffen wieder auf Feinde. Spinni-Spinn. Sehen sehr gierig aus, die Viecher. Ich versuche einfach mal, die Kugel nach oben zu nehmen und drüber zu springen. Hat gut geklappt. Das bringt jetzt... Ach so, das sind drei Riegel. Alles klar. Und weil ich nicht nach unten kommen will... Yep, so funktioniert das auch. Sehr schön. Oh, 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 das wird knapp.
Oder doch nicht. Die Viecher sind langsamer, als ich dachte. Oh. Hier geht's dann auch weiter. Das ist interessant, dass sie sich... Da bist du wieder, Kollege. Komme ich zu dir da hoch? Na, aber zumindest bis hier. Der Typ beobachtet uns die ganze Zeit. Warum? So, das muss vom Abstand jetzt aber... Uah, reicht. Holy moly. So. Das ist immer so ein bisschen schlecht abschätzbar, wie weit das Feld reicht. Nein, 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 nein. Wow. Thanks to the anti-grav field. Yay. Da hat mir dieses komische Feld doch gerade echt den Arsch gerettet vor der Lava.